Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar Mirror Moon EP, wofür auch immer das EP steht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß so gut wie nichts über dieses Spiel, außer dass ich es einmal von einem Channel von einem Freund von mir, nämlich von Glowing Orb auf YouTube. Das spielen einfach Leute Zeug. Sieht man dieses Steam-Overlays gerade? Dass ich das bei dem gesehen habe, wie er es angespielt hat, für, ich glaube, eine Dreiviertelstunde. So die erste Mission gespielt hat. Das ist lange her. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es ein Mystery Exploration Game ist mit ja, ein paar Puzzles reingemischt. Und ich einfach mal selber jetzt das spielen möchte. Ich mache noch ein bisschen leiser das Audio. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme jetzt okay ist. Und starte einfach mal ein New Game und schau mal, wo wir damit hinkommen. New Game Settings. Online Galaxy Map. Ja, gerne. Dann werden die Sterne von uns und den ganzen Spielern aus der ganzen Welt benannt. Okay. Na gut. Was heißt 42%? 42% der Sterne sind benannt oder was? Keine Ahnung, ich starte einfach mal. Ich lerne langsam, wie man durch den Weltraum reist. Zeit ist eine bedeutungslose Variable, die zwischen meinen Fingern hindurchschlüpft. Anhalten braucht eine Menge Energie, während sich bewegen beinahe wie stillstehen ist. Atmen ist schwer in dieser Maschine. Und den letzten Satz habe ich verpasst. Boah, das ist irgendwie unser Raumschiff. Wir haben ja einen großen roten Button, den wir drücken können. Und ich merke gerade schon, ups, ich wollte eigentlich ins Menü, aber ich habe, als ich Escape gedrückt habe, passiert nichts jetzt. Ich habe ein bisschen zu hohe Sensitivity. Ich muss die ein bisschen runterstellen. So vielleicht. Okay, was können wir jetzt hier tun? Wir können den großen roten Button drücken, aber das wäre zu einfach, oder? Aber ich fürchte, ansonsten können wir hier nichts einstellen, außer diesem hier. Und das ist der Button, der uns ins Menü bringt. Yay! Na, dann drücken wir doch einfach mal den großen roten. Alles leuchtet auf. Kein Sound hier, oder habe ich ihn zu leise gestellt? Nein, meine Musik. Ich weiß, wie man in ein Raumschiff fliegt. Ist genauso leicht wie bei Indiana Jones ein Flugzeug zu fliegen. Nur, dass man dabei nicht von Nazis gejagt wird. Okay. Alle Systeme laufen. Dann Disk hinein. Und okay, wir können mit WASD laufen. Ich kann mich aber nicht nach oben und unten umschauen. Meine Maus macht da gar nichts anscheinend. Ich kann mich überhaupt nicht mit der Maus umschauen. Ich kann nur mit den Tasten bewegen. Ist das normal? Gehört das so? Mir die Steuerung nicht angeschaut. Naja, dann laufen wir halt mal rum. Ja, der Mond irgendwie hat eine Karte für uns. Und wir haben hier irgendwas gefunden. Rotate Mouse, Arrows. Ah, okay. Die Maus rotiert den Mond. Was man jetzt hier gerade schlecht sieht, aber wenn ich ein bisschen hier laufe, ja. Der Mond ist quasi unsere Karte. So war das, ja. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir an einen seltsamen Ort. So, aber irgendwie mit den Pfeiltasten kann ich das auch rotieren, ja. Und dann, wenn wir hier weitergehen, relativ geradeaus, sollten wir an so ein Gebäude kommen. Aha. Was haben wir hier? Ein weiteres Teil für unsere Waffe. Point, Left-Click oder Space. Ah ja, da können wir unseren Mond anschießen. Aber da kann ich, warum kann ich die Kamera nicht rotieren? Das verschickt mich ein bisschen, weil so kann ich den Mond gar nicht aus jeder Perspektive anschauen. Okay, naja, rotieren wir den Mond mal ein bisschen. Ich habe jetzt da schon drei Signalmarker gesetzt, die ich eigentlich gar nicht setzen möchte.
Aber scheint, es gibt auch nicht so viel anderes auf diesem Mond. Also der mittlere der Signalmarker führt jetzt zurück zu der Hütte. Und dann werden wir noch einen setzen hier auf das Ding. Okay. So, erscheinen die jetzt so vor uns? Irgendwie? Nö. Na doch. Aha. Was haben wir hier? Der letzte Teil für unsere Waffe. Lock and drag. Right click, enter. Ah, jetzt können wir den Mond wegnehmen. Jetzt können wir hier die Sonnenfinsternis aufheben, indem wir den Mond vor der Sonne wegbeschleudern. Und wenn wir das tun, dann wird sich bestimmt irgendwas verändern bei uns. Schauen wir mal. Okay, ich muss die Sensitivity doch wieder ein bisschen hochstellen, weil hier den Mond rotieren. Ups. Bin ich jetzt raus? Muss ich jetzt von vorne anfangen? Ich wollte eigentlich nur hier ins Menü, um schnell die Maus-Sensitivity nochmal hochzustellen, damit man den Mond ein bisschen schneller rotieren kann mit der Maus. Disk rein. Ich habe mein Lock and Drag, habe ich noch. Okay, das scheint erhalten geblieben zu sein. Jetzt rotiere ich trotzdem mal mit der Tastatur. Okay, wir haben unsere drei Orte. Okay. So, wie schnell bewegt sich der Mond? Oh, schön. Das ist schon viel besser. Ich muss noch irgendwie hier. Moment. Ja, alles ganz schön tricky, wenn man noch nicht weiß, was man tut. Wo bin ich gerade? Wo ist mein Pfeil? Das ist mein Pfeil? Bin ich das? Ich glaube nicht. Also versuche ich einfach mal dahin zu laufen, wo ich gerade eine Markierung gesetzt habe. Okay, wir haben hier einen Monolithen aktiviert. Oder sowas in der Art. Wo ist mein Mond? Die Pillar of Philip. Philip, ja, du darfst dich angesprochen fühlen. Nehmen wir den Mond einfach mal mit und versuchen, den nächsten Strahl zu finden. Ich habe keinen Pfeil mehr, das heißt, ich sehe nicht, in welche Richtung ich gehe. Jetzt habe ich einen Pfeil. Direkt geradeaus zur nächsten. Da haben wir sie gefunden, die Pillar of Stanislav. Okay. Dann müssen wir jetzt so ein bisschen nach links weg, um die nächste Pillar zu finden. Vielleicht so. Das war sehr gut. Das sind gleich zwei. Die Pillars of Yuri. Und weiter geradeaus sollte uns führen zu unserer letzten Pillar. Der anderen Seite dieses Planeten oder Monds. Ja, der Mond ist offensichtlich, wie der Name des Spiels auch sagt, eine Kopie unseres Planeten, auf dem wir uns hier bewegen. Eben ein Spiegel dessen, was wir sehen hier. Jetzt haben wir die letzte Pillar. Und was hat sich ergeben? Hier pinkt irgendwas. Dann werde ich das einfach mal markieren und dann weiß ich jetzt aber gar nicht mehr, in welche Richtung ich gerade laufe. Wo ist denn die Sonne? Tja, keine Ahnung. Dann laufen wir einfach mal drauf los. Wir haben die Markierung gesetzt. So, hier. Ah ja, es ist ein neues Gebäude. Das ist genau hinter uns. Also, wenn wir uns umdrehen, so sollten wir genau drauf zulaufen. Ah, da kommen noch die Ringe geflogen. Ja, schön, schön, schön. Okay, das Gebäude ist allerdings nur bei Nacht sichtbar, das heißt, ich muss den Mond vor der Sonne ablegen. Die Sonne habe ich schon wieder aus den Augen verloren, die ist hier drüben irgendwo. Da. Lassen wir unseren Mond einfach mal da.
Ist unsere Markierung noch hier? Ich will es mal schwer hoffen. Sieht aber nicht so aus. Das ist unser neues Gebäude? Nein, das ist unser altes Gebäude. Tja, jetzt habe ich alles verloren. Meine Orientierung und den Mond. Na, hilft nichts. Muss weiterlaufen. Bis ich den Mond wiederfinde. Wo ist er nur? Da ist er. Okay, jetzt nehmen wir den einfach nochmal auf. Schauen uns nochmal um. Hier drüben pinkt es. So. Genau hier. Da wollen wir ein Signal hinsetzen. Und dann wollen wir einmal schauen, wo wir sind. Nämlich hier drüben. Und das heißt, ich muss mich um 100... Ich laufe einfach rückwärts. Ah, nicht mitnehmen. So, jetzt muss ich doch langsam nah genug dran sein, das Ding zu sehen. Ja. Was haben wir hier? Ein neues Gebäude. Ich kann leider nicht springen. Das Ding wird hier hochgefahren. Und verschwindet dann, ohne dass ich irgendwas... Nee, ist nicht verschwunden. Ist noch da. Vielleicht muss ich jetzt wieder Tag machen. Also versuchen wir einfach mal hier wieder rauszulaufen. Ob wir unseren Mond finden. Und dann nehmen wir den wieder mit. Und das Gebäude scheint jetzt auch bei Tag da zu sein. Ja. Allerdings hat sich hier nichts geändert. Es ist immer noch da oben und ich komme nicht ran. Was mag das bedeuten? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal unseren Planeten noch mal ein bisschen an. Tja, wir haben nicht so viel. Wir haben unsere Pillars und das Ding hier. Würde er ja jetzt gern was mitmachen. Warum kann ich gerade keine Markierungen setzen? Die Fähigkeit wurde mir geraubt. Wo ist die Sonne? Wo hier? So. Wieder Nacht bzw. Sonnenfinsternis herbeirufen. Was sind denn unsere anderen Gebäuden? Ich kann wirklich keine Markierungen mehr setzen. Ich kann auf den Mond nicht mehr ablegen. Habe ich gerade... Hat meine Maus den Geist aufgegeben? Nein. Okay, ich kann den Mond ablegen. Na, laufen wir dann nochmal hin. Ja, so ist das manchmal bei solchen mysteriösen Exploration Games. Man weiß nicht so recht, was man eigentlich genau tut. Und das ist mir gerade sehr unklar, was ich hier tun kann. Offensichtlich nicht sehr viel. Gibt es noch eine Taste, die ich noch nicht kenne? Ah, vielleicht muss ich den Mond so transportieren, dass er in diesem Strahl landet? Das wäre eine Möglichkeit. Jetzt muss ich ihn allerdings erst wiederfinden. Okay. Oh, ja, da passiert was. Da ist gerade was passiert. Und zwar hier. Dieser Strahl wird irgendwie abgelenkt.
Jetzt habe ich die beiden verbunden, korrekt? Kann ich jetzt hoch auf den Mond? Oh! Okay. Wohin fliegst du? Ne, ich habe irgendwie was kaputt gemacht, denn jetzt fliegt hier ganz schön viel Geröll rum. Und das hier verliert sich einfach irgendwann, richtig? Wo bin ich? Nein, mein unser Mond ist noch da. Den kann ich auch wieder aufnehmen. Wir haben jetzt drei Dinger, die sich fortbewegen und sich dann wahrscheinlich irgendwo treffen. Nein, die verschwinden einfach im Nichts. Die Orte, wo sie verschwinden. Vielleicht brauche ich wieder Nacht. Wo ist meine Sonne? Kann man anhand der Beleuchtung des Mondes kann man feststellen, wie man schnell zur Sonne kommt. Schauen wir uns das Ganze mal bei Nacht an. Also bei Sonnenfinsternis. Ja, da ist was aufgetaucht. Mal kurz markiert. Leider kann ich weiterhin keine Markierung setzen irgendwie auf dem Mond. Was vorhin noch schön ging, aber es ist der mittlere der Strahlen, dem wir folgen wollen. Und zwar bei Nacht, schätze ich. Also von hier aus relativ geradeaus. Ich lasse den Mond mal hier und versuch mal mit dessen Hilfe einen Punkt zu finden. Da! Ja. Was haben wir hier? Was ist das? Was bist du? Was auch immer du bist, es ist wieder Tag geworden. Und unser Mond bewegt sich. Er dreht sich. Haben wir neue Gebäude. Dieses da sieht verändert aus. Ich kann ihn nicht mehr kontrollieren. Ich habe die Kontrolle über den Mond verloren. Und hier ist ein Gebäude, das im Boden versinkt. Wenn ich mich hinbewege. Naja, puh, ich folge ihm einfach mal. Schau mal, wohin das führt. Wo ist dieses Gebäude hin? Es war eben noch da. Das hier kannten wir schon. Ich habe keine Interaktionen mehr mit dem Mond. Aber es wird gleich eine Mondfinsternis geben für wenige Sekunden. Dann muss ich das nutzen, um schnell alles zu durchsuchen, was es zu sehen gibt. Ah. Nichts offensichtlich. Aber hier war. Da, da ist es wieder. Schnell hin, bevor es wieder verschwindet. Da, ich hab's erreicht. Was habe ich? Wow! Was ist geschehen? Ha. Ich kann den Mond immer noch nicht kontrollieren, aber. Oh, ich kann ja auch nicht mehr rotieren. Ich verliere nach und nach alle meine coolen Fähigkeiten, die ich auf diesem Mond hatte, aber diese Gebäude da sind noch neu. Die müssten so in dieser Richtung ungefähr liegen. Sieht aus wie ein Schlüsselloch. Okay, was habe ich da ausgelöst? Schreckliche Kopfschmerzen.
Irgendwas ist fehlkalkuliert. Ich übersetze das jetzt mal nicht, weil ich will alles lesen, bevor es wieder verschwindet. Eine Anomalie, die er erreichen will. Okay. Sie scheinen nicht so ganz zu verstehen, was hier überhaupt abgeht. Er und wer auch immer seine Kumpanen sind. Jedenfalls ist hier ein guter Punkt, um die Folge zu beenden, die erste. Und beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht mehr zu sehen von Mirror Moon, zumindest wenn es euch gefallen hat. Und zwar, wenn es das hat, dann liked das Video, schreibt es mir in die Kommentare und dann kriegt ihr auch weitere Folgen davon. Versprochen. Bis dann.